Hallo und ganz herzlich willkommen aus unserer Dino-Halle hier im Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main. Mein Name ist Jan Wacker und wir beschäftigen uns heute mit dem Psittacosaurus. Viele Leute denken ja, Dinos müssen groß sein. Und viele sind es ja. Einer unserer großen Besuchermagneten ist ja hier unsere Dino-Halle mit Diplodocus, Iguanodon, Tyrannosaurus und wie sie alle heißen. Aber es geht auch kleiner. Etwas hier am Rand versteckt haben wir unseren Psittacosaurus. Der ist noch nicht besonders klein, aber dafür besonders interessant. Und da gehen wir jetzt mal hin. Also, wer war Psittacosaurus? Wir haben hier eine Lebensrekonstruktion von diesem kleinen Tierchen. Die ist vor ein paar Jahren hier im Haus angefertigt worden. Und wenn man solche Dino-Filme oder solche Rekonstruktionen anschaut, muss man sich ja immer die Frage stellen, woher wissen wir das alles, was da gezeigt wird? Ganz häufig ist da ja viel Fantasie dabei. Die Farbe, die Geräusche, überhaupt die ganzen Dinosaurier. Ne? Oftmals wird ja nur so ein Viertel Dinosaurier irgendwo gefunden oder nur Teile davon. Und das in Schwarz-Weiß, ein Viertel Dinosaurier über den Fernseher laufen, wer würde sich das angucken? Also schauen wir mal etwas genauer hin, was wir finden. Bei unserem kleinen possierlichen Tierchen hier haben wir für diese Art ganz typisch diese seitlichen Knochenauswüchse hier an den Wangen. Wir haben eine dunklere Oberseite, eine hellere Unterseite in der Färbung und ganz seltsam solche komischen Borsten hinten auf dem Schwanz, aber nur da. Und den Namensgeber natürlich für dieses Tierchen, Psittacosaurus, bedeutet so viel wie Papageienechse, der Schnabel hier vorne. Und jetzt die Frage, woher wissen wir das? Dazu gucken wir uns mal unser besonders gut erhaltenes Original von diesem Tierchen an. Natürlich, wenn wir so ein Tier finden, ist es nach etwa 100 Millionen Jahren, wie in diesem Fall hier, nicht immer unbedingt perfekt erhalten. Mit dem ist einiges passiert im Laufe der Erdgeschichte. In dem Fall ist es zwar nicht groß zerfallen, aber es ist sehr stark plattgepresst. Was können wir hier sehen? Wir schauen von unten in den Schädel hinein. Das heißt, die Hornauswüchse haben wir hier und da. Und auch die Zähne kann man sehen. Daher kann man rekonstruieren, dass dies ein Pflanzenfresser war. Zudem bemerkt man, glaube ich, gleich, dass wenn wir dieses Tier betrachten, man ohne Zweifel diesen Umriss des Tieres sieht. Das heißt, hier können wir ganz sicher sein, dass da zum Beispiel nicht ein Höcker wie bei einem Kamel obendrauf saß. Wir haben hier einen sogenannten Hautschatten, den Umriss des Tieres, nachgezeichnet. Von daher haben wir hier eine ganz gute Idee, wie dieses Tier ausgesehen hat. Diese Tiere sind sehr gut belegt als Fossilien. Allerdings mit so einem Hautschatten ist das doch eher die Ausnahme. Und die Borsten, die wir eben im Modell schon gesehen haben, sind auch hier zu erkennen. Bei genauerer Untersuchung entpuppen die sich als frühe Vorgänger von Federn. Das heißt, wir reden hier über sogenannte Protofedern, protofederähnliche Strukturen. Und das ist hier ganz besonders. Wofür die geeignet waren, das ist bis heute ein bisschen Spekulation. Dieses Tier wird wohl in Waldbereichen gelebt haben, so wie man es heute annimmt. Und da könnte es zur Tarnung gedient haben oder eben auch zur Balz. Ein weiteres besonderes Detail, was wir jetzt natürlich im Modell nicht zeigen können, liegt in diesem Bereich hier. Das war der Bereich des Magens. Und was man dort noch sehen kann, sind Steine, sogenannte Gastrolithen, also Magensteine. Die haben die gefressen, weil sie brauchten, um ihre pflanzliche Nahrung im Magen zu zerreiben. Wie Mühlsteine funktionierten die? Die hatten einen extra kräftigen Muskelmagen, der das Ganze bewegt haben. So etwas finden wir heute zum Beispiel noch bei den Vögeln. Nicht weiter verwunderlich, denn das sind ja die letzten Nachfahren der Dinosaurier, die wir heute noch haben. Der Strauß schluckt Steine bis zu Golfballgröße. Ich hatte auch die Färbung angesprochen. Diese dunkle Oberseite, helle Unterseite, was gerade so in so einem Waldgebiet als Tarnung wahrscheinlich sehr gut funktionieren würde. Hier kann man Muster erkennen von der ehemaligen Haut. Die sind in unserem Modell auch übertragen worden. Ja. Genaue Farbe, das ist schwierig zu rekonstruieren. Das funktioniert erst seit ein paar Jahren, dass man da hier und da Ideen bekommt, wie Dinosaurier ausgesehen haben könnten. Aber das funktioniert eben auch nur bei besonders guter Erhaltung. Und was man aber unzweifelhaft erkennen kann, ist ein Schuppenmuster, was sich hier oben auf diesen Knochen durchgepaust hat.
So haben wir sehr, sehr viel mehr Informationen über dieses Tier als über viele, viele andere Dinosaurier. Und deswegen sind die kleineren Dinosaurier oft gar nicht so uninteressant für die Wissenschaftler, denn sie sind oft besser erhalten. Sie bieten über die lange, lange Zeit, über die hunderte Millionen Jahre, nicht so eine große Angriffsfläche wie eben große Dinosaurier. Die bieten viel mehr Zerstörungsfläche und auch wenn natürlich so ein Bein von 2-3 Metern sehr imposant ist, sind natürlich diese Details für die Rekonstruktion des Lebens dieser Tiere natürlich auch eine spannende Sache.